Willkommen auf dem Technikkanal vom Rostumwandler. Heute haben wir mal so eine fast alltägliche Situation. Ich habe hier diesen schon etwas älteren, aber trotzdem deswegen nicht schlechten Terra-Monitor, dem ich mal einen Kunden verkauft habe, vor vielen Jahren. Ja, das dürfte mindestens schon 6-7 Jahre her sein. Und der lässt sich nicht mehr einschalten. Da dieser Monitor hier ein fest eingebautes Netzteil hat, gehe ich davon aus, dass es sich hier um einen Netzteilfehler handelt. Da sind nämlich Kondensatoren drin, die gerne kaputt gehen. Und dann schaltet das Gerät einfach nicht mehr ein. Bauen wir den Apparillo mal auseinander und gucken uns das Ganze mal an. Habe ich doch hier eine tolle Fußmatte von meinem Polo 86C. Die nehmen wir jetzt als Unterlage. Viel Werkzeug braucht man nicht. In der Regel einen guten Kreuzschlitzschraubendreher, einen Spatel, mit dem man Geräte öffnen kann, und vielleicht ein scharfes Messer, um Klebeband oder sowas abzuschneiden. Das war jetzt mal richtig für die Füße gewesen. Und die einzigen Schrauben, die ich hier sehe, sind hier unten 4 Stück. Hier dazwischen. Also hier mit diesem Spatel kann man sehr gut hier in diese Ritze reingehen, und wenn man den halt so schräg ansetzt, und dann macht man hier auch so gut wie keine Macken rein. Man sieht das natürlich immer, wenn man so ein Gehäuse mal aufgemacht hat, aber damit ist die Chance am größten, dass das ohne Spuren bleibt. So, da haben wir jetzt hier ein Kabel dranhängen. Der Stecker ist ein bisschen kleiner wie die Buchsenleiste, aber hier ist Staub dran. Dann sieht man halt, dass die von links her gesehen aufgesteckt war. Kann ich nur wieder sehen, dass hier das Display am Rand verschraubt ist. Ja, man sieht auch schon, ne, wie dick das ist. Das ist also noch ein Display mit einer sogenannten CRT-Beleuchtung, eine Hochspannungsröhre, weil es halt ältere Generation ist. Bei LED wäre das alles sehr dünn und die brauchen auch weniger Strom. Aber das ist halt alte Technik. Hier auf meiner Arbeitsfläche mache ich mir immer so Krüppchen, wo ich die Schrauben sammle auf einem Häufchen in der Reihenfolge, wie ich sie abgeschraubt habe. Jetzt haben wir hier also mehrere Kabel und er hat sogar hier insgesamt 4 Röhren drin, weil die Fläche halt so groß ist. Braucht man halt mehrere Röhren. Ne? Bei einem Laptop ist meistens nur eine drin, aber hier sind es 4. Jetzt gucken wir mal, ob wir die unfallfrei abkriegen. So, das war also die... Ups, und der andere ist schon abgehüpft. Ja, mit der Zeit löst sich hier das Klebeband auf und dann halten die Sachen hier nicht mehr. So, das hier ist unser Zielobjekt. Weil wie man sieht, befindet sich hier der Stromanschluss, und das ist dann das Netzteil, weil hier auch die Hochspannung rauskommt für die Beleuchtung, und hier ist dann die Schnittstelle mit dem Kabel zum Bildschirm. Dann tun wir das mal auf die Seite, möglichst so, dass es nicht kaputt gehen kann. So, das scheint irgendwie so ein Modul zu sein. Eins,
Sticker 2. Dann kann das auch weg. Und da sehen wir auch schon das erste Opfer. Da haben wir hier nämlich diesen Kondensator. Und wenn man jetzt genau hinguckt, sieht man, dass der ein bisschen nach außen gedellt ist. Und hier ist auch so Stanzungen in den Kondensatoren. Die sollen halt Sollbruchstellen darstellen. Falls der Kondensator sich aufbläht, dass er an dieser Stelle dann aufreißen kann, ohne dass er auseinanderfliegt mit einem lauten Knall. So, da sind jetzt nicht viele Kondensatoren drauf. Die großen halten meistens ziemlich lange und meist gehen halt nur hier die kleineren kaputt. Und da würde ich sagen, tauschen wir die jetzt alle aus, auch die beiden hier, obwohl die noch nicht kaputt sind, damit der Monitor möglichst lange hält. Los geht's! Wie sich das für eine richtige Recycling-Reparatur gehört, verwenden wir natürlich auch recycelte Sachen. Dieses alte Mainboard hier hat zum Beispiel die passenden Kondensatoren, die ich jetzt für die Reparatur von dem Monitor brauche. Und die bauen wir uns jetzt aus. Das war der erste. Ich gehe also jetzt hin und mache hier richtig viel Lötzinn auf meinen Lötkolben und versuche damit beide Kontakte von dem Kondensator gleichzeitig heiß zu machen. Und dann kann man den hier einfach rausziehen. Und der zweite. Und der dritte. Das ging aber schnell. So, weg damit. Dann können wir hier noch die Beinchen sauber löten. So, ich brauche nur einen. Nehmen wir den. Die anderen kommen auf Lager. Keine Sorge, dass ich jetzt hier keinen ESD-Schutz trage und dass hier auch eine Fußmatte vom Auto ist, die natürlich alles andere als nicht leitend ist. Und hier sind keine Mikroprozessoren drauf, also muss ich nicht aufpassen. Was mir hier jetzt nicht gefällt, ist, dass die Platine hier so braun verfärbt ist. Das ist ein Anzeichen dafür, dass das hier viel zu heiß geworden ist. Ich hoffe, dass dieser Hochspannungserzeuger, weil der ist ja hier für die Hochspannungsausgänge, dass der noch in Ordnung ist. Ansonsten wäre das alles für die Katz gewesen. Gut, deswegen tue ich jetzt auch nur mal diesen Kondensator hier auslöten, der eindeutig kaputt ist, und dann nehmen wir das Ganze mal in Betrieb und gucken, ob der Monitor dann überhaupt angeht. Und wenn das der Fall ist, können wir die anderen auch noch austauschen. Da das natürlich ein etwas hochwertigerer Hersteller ist, haben die hier so einen Kleber haben die hier reingemacht. Den müssen wir natürlich jetzt rausholen, sonst kriegen wir den nicht ab. Hier muss ich jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Aber das ist auch keine Platine wie von einem Mainboard. Die sind nämlich mehrlagig und die führen unglaublich die Wärme ab. Und das hier ist nur so eine konventionelle Platine. So, man sollte sich merken, wo Plus und Minus ist. Hier steht es jetzt netterweise drauf, ne? Also da Oberseite ist jetzt Minus. Und auf der Platine steht sogar auch drauf, nämlich ein Plus. Ansonsten muss man sich das halt merken. Das Ersatzteil hat dasselbe Rastermaß. Das ist nämlich wichtig, dass der Abstand der gleiche ist. Jetzt müssen wir die Löcher hier freikriegen. Und dazu habe ich hier so Entlötlitze. Die legt man hier einfach auf mit ein bisschen frischen Lötzinn. Und dann saugt die hier von der Lötstelle das Lötzinn runter. So.
Dann stecken wir jetzt das neue Bauteil rein. Minus nach oben. Tun das schön hier zusammenpressen. Dann löten wir das fest. Das war's schon. Jetzt haben wir das neue Bauteil drin. Wir gucken noch mal ganz genau. Die anderen sind noch okay. Dann gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert hat. Jetzt kommt also der spannende Moment. Ich habe mal hier alles so lose zusammengesteckt. Habe hier ein VGA-Kabel eingesteckt. An diesem Computer hier. Und hier das Stromkabel. Jetzt stecken wir das mal ein. Einen Schritt zurückgehen. Und... Oh, es tut sich was. Das ist aber fein. Also, dann bekommt dieser Monitor doch noch eine Chance und darf noch ein bisschen arbeiten. Gut, machen wir das jetzt wieder aus und dann tun wir noch die anderen Kondensatoren auslöten. Und dann sind wir fertig. Das ist gar nicht so einfach hier. Muss man nämlich aufpassen, dass das Kabel hier nicht rausgeht. Und hier oben halt die Hochspannungskabel wieder einstecken. Ja, man zittert am besten die Schraube ins Loch rein. Mache ich schon die letzten 10 Jahre so. Also ruhige Hände habe ich nicht. Aber geschickt bin ich. Vielleicht sollte man vorher mal sauber machen, weil jetzt kam er gut dran. Einfach ein bisschen Glasreiniger drauf. Schön verteilen. Und dann trocken nachreiben. Und bei hartnäckigen Flecken das Ganze wiederholen. Naja, die Flecken sind wohl etwas zu hartnäckig. Jetzt habe ich also einen schönen großen Monitor für meine Videoschneidearbeit. Und er hat gekostet ungefähr 1,50 Euro bis 2 Euro. Ich zeige nochmal das Bauteil, was jetzt kaputt war. Das ist also hier dieser Kondensator, der sich aufgebläht hat. Während ein neuer Kondensator halt im Vergleich so aussieht. Gut, die Bauteile sind jetzt alle gewechselt. Der kommt ins Museum, wie alle anderen. Und das war jetzt die Sendung Kahl geschaut und mitgebaut. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ciao.